Ja, hallo, liebe Carrera-Freunde. Hier ist der Markus von Driftpeaker. Ich will euch heute mal den Porsche hier mal auseinandernehmen. Wir schauen uns mal gemeinsam an, wie groß ist er. Was kann man hier schon mal tunen? Vielleicht die Felgen schon mal umschrauben. Das habe ich hier schon mal gemacht bei einem anderen Modell. Genau, wir schrauben den mal auf. Gucken mal, wie er zusammengesetzt ist. Und ja, vielleicht könnt ihr da das eine oder andere schon mitnehmen. Genau, ja, also so sieht er ja von der Seite her aus. Und jetzt habe ich hier schon mal ein Modell von einem Siku-Auto, was denselben Maßstab hat, also 1 zu 50. Und da habe ich hier jetzt schon mal die Felgen hier abgemacht ein bisschen. Man sieht hier die Achse, das Vorderrad. Wir haben also ebenfalls so ein kleines Loch hier. Und dann gucken wir hier mal rein. Die Felgenabzieher, der jetzt hier bei Carrera dabei ist, ne, das steckt man im Prinzip dann hier so dran. Ich glaube, so rum muss das sein. Und dann kippt man das hier ein bisschen. Dann kann man den Reifen so abhebeln. Auch gut für die Fahrer hier zum Entfernen. So. Und so sieht das Ganze dann hier aus. Also das ist ein Carrera-Rad und das ist quasi jetzt hier so ein ja, anderes Rad. Im Grunde genommen vom Aufbau her genau dasselbe, ne? Also eine Gummibeschichtung hier, das dürfte sich eigentlich ganz gut eignen. Von der Größe her, ich tue sie mal so ganz vorsichtig übereinander legen. Guck mal, ob ihr das sehen könnt, ne? Also die sind wirklich sehr, sehr gleich groß, zumindest die Hinterräder. Also nehmen sie nichts, aber natürlich ist halt die Felge hier ein ganzes Stück größer, und zwar in dem Fall schwarz. So, und natürlich passt sie nicht eins zu eins auf das Auto drauf, ne, weil die Aufnahme ist ein bisschen kleiner gewesen. Das habe ich jetzt also hier aufgebohrt, leider auch nicht ganz mittig, deswegen sitzt die jetzt hier an der Stelle nicht ganz mittig. Das kriegen die Bastler bestimmt besser hin. So, und jetzt kann man das aber hier drauf schieben. So, jetzt seht ihr schon, die ist hier nicht ganz mittig gebohrt, die Felge. Bin ich der Falsche. Aber wie wir sehen, die passt eigentlich, wenn man jetzt guckt, ne, man könnte sie jetzt hier noch ein bisschen mehr reinschieben. Da würde die eigentlich schon relativ gut sitzen. Vielleicht müsste man die Achse noch ein bisschen kürzen. Aber ansonsten würde die hier schon sehr gut reinpassen. Ne? Von der Form her finde ich die eigentlich sehr, sehr schick und würde dem Auto, glaube ich, auch relativ gut stehen, muss ich sagen. Also das gefällt mir eigentlich schon sehr, sehr gut. Ne? Beim Vorderrad ist es ein bisschen anders. Kann man jetzt erstmal wieder abmachen, jetzt geht es auch noch kaputt. Beim Vorderrad ist es ein bisschen anders. Da kann man also auch diesen Abzieher hier nutzen. So, ne, die Felge ist ein kleines Stück kleiner. Guck mal, ob ihr das hier sehen könnt. Sie übereinander legen. Ne, man sieht, hier ist ein ganz kleiner Rand da außen rum. Also die ist tatsächlich ein ganz kleines Stück kleiner. Und auch das Loch in der Mitte. Ist gegenüber dem Hinterrad hier an der Stelle ein kleines Stück kleiner. Ja, wenn man das sehen kann. Das sieht man hier auch an der Achse. Also die Achse, die ist hier ein kleines Stück dünner als hier hinten. So, und damit kriegt man natürlich jetzt, hier eine vordere Felge. Vordere Felge ist natürlich jetzt gerade weg. Das ist die hintere Felge. Das ist genau, das ist die vordere Felge. Die habe ich jetzt hier schon mal ein bisschen abgeschliffen, weil das auch relativ breit war. So, und damit passt die natürlich jetzt hier auch nie ganz drauf, ne? Also das müsste man wahrscheinlich dann hier auch noch mal ein bisschen noch weiter einkürzen. Und damit wirkt natürlich die Felge jetzt hier ganz schön ja, groß im Rathaus. Das passt natürlich nie ganz. Aber wenn man vielleicht den Gummi noch mal ein bisschen abschleift oder sowas, könnte es vielleicht gehen. Was ich natürlich jetzt nie weiß, ist, ob die Lenkgegebenheit dann noch ist, ne? Also gerade weil sie jetzt relativ breit ist, die Felge, guckt sie natürlich jetzt hier drüber hinaus und kann natürlich an der Stelle nie lenken, ne? Also das müssten die Bastler dann vielleicht noch mal ein bisschen ändern. Da bin ich jetzt nicht der Richtige. Genau, so viel zu dem Thema Felgen und Tuning. Ja? Jetzt gucken wir uns mal so ein Auto an. Wir schrauben mal die Chassis-Einheit hier aus. Also die ist hier mit zwei Schrauben relativ einfach befestigt. Nochmal ein Kreuzschlitz. Ähnlich wie bei Drift hier. Größe eigentlich. So, relativ
einfach. Dann ist das hier ein hinteres Einzelteil, was man abmacht. Also das kann man jetzt hier abmachen. So, dann hat man hier unten drei Löcher, wofür die sind, wahrscheinlich zur Arretierung, genau. Kann man vielleicht eine Schraube durchmachen, wenn man das hintere Teil nicht braucht, für irgendwelche anderen Autos. So, und jetzt kann man das im Prinzip hier schon aushebeln. So, gucken wir uns erstmal die Einheit von innen. Also das sind hier die Lichtleiter und in dem Fall ein bisschen anders aufgebaut. Also die Lichtleiter gehen diesmal nie direkt eine LED von hinten, sondern die werden direkt von oben hier angestrahlt. Na, man sieht das hier. Die LEDs sitzen also quasi jetzt hier nach oben hingerichtet. Und hier hinten auch. Halt, wo sitzen sie? Relativ klein. Ich glaube, das müssten die LEDs hier sein. Genau. Und werden deshalb hier von oben sozusagen angestrahlt, was halt dazu führt dann, dass letztendlich das halt, wenn man die Karosserie umdreht, dass halt hier nach unten hin relativ viel Licht dann entsteht. Ne? Das kann man sicherlich irgendwie beheben, indem man vielleicht den Lichtleiter hier unten noch ein bisschen abdunkelt oder abklebt oder sowas. Genau. So, und dann von anderen Bildern habt ihr ja schon gesehen, das ist jetzt hier die Einheit sozusagen von innen, ne, mit Kabeln hier. Mit Steckern, ähnlich wie man es von Trift kennt. Ich denke, das wird man relativ gut hier abkriegen dann. Zum Akku tauschen und so weiter. So, jetzt gucken wir mal, ob wir das Auto hier irgendwie aufkriegen. Gespannt bin ich eigentlich mit der Lenkung hier. Also das ist jetzt, wir können ja mal das Vorderrad hier wieder dran machen. Ja, das ist auf jeden Fall hier. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Schraube abkriegen. Das ist auf jeden Fall eine kleinere Schraube. Die anderen. Jetzt kommen mir nicht gleich alle Zahnräder hier entgegengeflogen. So. Also das hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht ab. Ganz so einfach ist es nicht. Ich hoffe, ich mache jetzt den teuren Beta hier nicht kaputt. Das wäre sehr ärgerlich dann. So. Gut, so sieht das Ganze dann tatsächlich von innen aus. Also wird hier über ein Zahnrad geregelt. Ah, hier ist auch noch ein Zahnrad drin. Also das ist also tatsächlich hier ein Zahnrad von oben gerichtet. Also sozusagen hier unten sieht man den Motor. Jetzt muss ich das doch rausnehmen. Hier ist der Motor drinnen und hier ist das große Zahnrad, was sozusagen dann immer nach links und rechts geht hier. Ja, hier sind solche Stifte drin. Das ist so eingehangen. Zum Lenken. Da muss man wahrscheinlich dann darauf achten beim Einbau wieder, dass sie hier quasi entgegengesetzt hier reingeschoben werden. Damit dann die Räder wieder hier entgegengesetzt auch lenken. Ne? Genau, eigentlich recht clever gelöst das Ganze. Ne? Zahnräder. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir das hintere Teil hier auch noch abkriegen. Das ist ebenfalls mit zwei Schrauben hier befestigt. Ja. So, gucken wir mal hier rein. Lass sich auch ablösen. Ja, ähnliches Prinzip. Also hier ist das Zahnrad ist quasi hier wieder auf der Achse. Man kennt das von anderen kleinen Fahrzeugen. Und die kommt dann hier rein. Also ja, das ist ähnliches, sagen wir, Prinzip wie bei Twift in Autos. Ne? Auch wieder mit einem kleinen Motor, der unten die, also das Zahnrad auf der Achse, eine Übersetzung und dann mit dem Zahnrad direkt auf die Achse drauf, ne? Also auch relativ einfach. Jetzt gucken wir mal, ob wir, das könnte man sicherlich noch mal ein bisschen so schmieren dann. Gucken wir mal, ob wir das hier kriegen. Das ist, ach, hier ist noch eine Schraube versteckt. Ne? Also hier ist ebenfalls eine Schraube.
So, die machen wir auch mal ab. Dann wahrscheinlich unten den Akku finden. Genau, also hier ist der Akku drinne. Ein kleines bisschen anders als bei Twift, die Form zumindest. Ich weiß nicht, ob die Größe 100 mAh, ich glaube, es müsste fast dieselbe Größe sein. Genau, USB-C-Anschluss hier. Ja, also relativ einfach das Ganze hier aufgebaut. Die zwei Motoren sitzen wahrscheinlich hier drinnen noch. Ist auch nochmal mit einer Schraube gesichert. Also ich denke, das kann man hier relativ einfach dann auch austauschen, die Motoren. Genau. Ja, so sieht das Ganze im Prinzip hier aus. Zahnrad kriegt man auch noch raus. Das werde ich jetzt gleich nochmal ein bisschen mit dem speziellen Fett sozusagen einfetten, dass es etwas leiser wird. Und dann gucken wir mal, ob er noch ein bisschen leiser wird. So, ich schraube jetzt erstmal das Auto hier wieder zusammen. Ihr könnt noch ein bisschen dabei zuschauen. Und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, wenn wir hier noch die Maße nehmen, für die das Ganze umbauen wollen. Also wer das auch machen will, ich habe hier so ein Tri-Fluid Extrem aus dem RC-Car-Bereich. Hat mir, glaube ich, ein Community-Mitglied mal empfohlen. Ja, ob es was bringt oder nicht, weiß ich nicht genau. Aber bisher finde ich schon, dass die Drift-Autos damit zumindest ein Stück leiser geworden sind. Auto wieder zusammengebaut. Ihr habt gesehen, es sind unterschiedliche Schrauben, also die vordere Schraube ist etwas kürzer wie die hintere Schraube. Auch beim Zusammenbau der Räder muss man halt genau darauf achten, ne, dass sie wieder schön parallel laufen. Das ist ein bisschen Gefriemeln, Gefummel, aber ich denke, das kriegt man halt relativ hin, wenn man hier ein bisschen zusammenhält in der Mitte und dann den Deckel halt drauf macht, das geht schon irgendwie. Genau, jetzt gucken wir noch mal uns die Größe an. Also gesamt groß ist der Racer hier, naja, 9,1 cm von unten mit dem Spoiler hinten gesamt 9,5 cm. Der Radstand beträgt hier so ziemlich genau 5 cm. Ja, und ihr habt gesehen, man kann diese Einheit hier vorne nicht trennen von dem hinteren Teil. Dann müsste man, weiß ich nicht, also der Motor ist ja mit hier drin, also keine Ahnung, ob man
dass man die zwischendrennen könnte. Das wäre die einzige Idee, dass man sagt, man trennt das hier auf. Der hintere Motor für den Heckantrieb, vordere Motor für die Lenkung, Akku separat und die Platine separat. Ja, aber da müsste man ein komplett neues Chassis entwerfen. Ja, geht sicherlich irgendwie, aber zumindest jetzt erstmal nicht so einfach zu machen. Ja. Genau. Ja, das war es eigentlich erstmal zu dem Auto. Wenn ihr noch Fragen habt oder Informationen braucht, dann sagt Bescheid, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. No, danke erstmal. Tschüss.